Tegan! Tegan, bist du in Ordnung? Es geht mir jetzt besser. Ich bin wieder Herr meiner Sinne. Andras, das ist schön. Deinen Tod hätte ich mir nie verziehen. Schließlich habe ich dich hergebracht. Ich bin so eine Närrin. Bitte. Connor ist dafür nicht verantwortlich. Wir müssen ihn doch irgendwie retten können. Ich wusste es die ganze Zeit. Ich werde kein Kind töten. Die Sache wird böse enden. Ich wusste es die ganze Zeit. Stimmt zwar nicht, aber... Ich habe es nicht gesagt, weil ich glaubte, wir könnten ihm helfen. Das glaube ich noch immer. Es tut mir leid, Herren, aber Connor ist zu einer Abscheulichkeit geworden. Er ist nicht länger euer Sohn. Ihr habt Connor das angetan. Nein, ich habe keinen Dämon beschworen. Bitte, lasst mich helfen. Helfen? Ihr habt mich hintergangen. Ihr solltet meinem Sohn helfen und stattdessen vergiftet ihr meinen Ehemann. Ist das der Magier, von dem du sprachst? Sagtest du nicht, er sei im Kerker? Das war er. Ich dachte, die Kreaturen hätten ihn getötet. Jemand muss ihn befreit haben. Das stimmt und ich stehe zu meiner Entscheidung. Ich dachte, er könne nützlich sein. Immerhin trägt er Mitschuld an all dem. Er trägt nicht mehr Schuld als ihr, Lady Isolde. Er bekommt schon, was er verdient. Keine Sorge. Ich dachte, er könnte nützlich sein. Immerhin trägt er Mitschuld an all dem. Nützlich? Nach allem, was er getan hat, sollte er hingerichtet werden. Ohne ihn wäre das alles nicht passiert. Das mag sein. Deine Geheimnistuerei hat ihm das ermöglicht, Isolde. Aber ich... Ich weiß, was ihr von mir denken müsst. Ich habe eure Furcht zu meinem Vorteil ausgenutzt. Es tut mir leid. Ich dachte nicht, dass es so weit kommt. Nun, ich werde seine Hilfe nicht zurückweisen. Noch nicht. Und wenn Connor wirklich zu einer Abscheulichkeit geworden ist... Er ist nicht immer dieser Dämon. Connor steckt noch in ihm und kommt manchmal zum Vorschein. Bitte, ich will ihn doch nur beschützen. Hat nicht dadurch alles angefangen? Du hast den Magier hergebracht. Er sollte Connor insgeheim unterrichten, um ihn zu beschützen. Wenn sie herausgefunden hätten, dass Connor Magie beherrscht, hätten sie ihn fortgebracht. Ich dachte, wenn er im Geheimen genug lernt, dann... Tja, was können wir tun? Was kann er jetzt? Warum ist er fortgelaufen? Wo ist Arl Eamon? Ihr wusstet also nicht, dass ihr einen Molchimörder angeheuert hattet? Joan, was könnt ihr dazu beitragen? Der Dämon in Connor muss zerstört werden. Connor zu töten ist dabei sicher die einfachste Methode. Es gäbe noch eine andere Möglichkeit. Ein Magier könnte sich dem Dämon im Nichts stellen, ohne Connor dabei selbst zu verletzen. Was bedeutet das? Der Dämon steckt doch in Connor, oder nicht? Nicht körperlich. Der Dämon hat Connor bei seinen Träumen im Nichts übernommen und kontrolliert ihn von dort. Wir können die Verbindung zwischen ihnen dazu benutzen, den Dämon zu finden. Ihr könnt das Nichts betreten und den Dämon töten? Ohne meinem Jungen zu schaden? Nein, aber ich kann einen anderen Magier dazu in die Lage versetzen. Das erfordert sonst Lyrium und mehrere Magier. Aber ich habe... Blutmagie. Blutmagie benutzt die Lebensenergie anderer als pures Mana. Ja, das stimmt. Ich kenne ein Ritual, das Lebensenergie erfordert. Sehr viel sogar. Alles, um genau zu sein. Jemand muss also sterben. Jemand muss sich opfern. Ja, und dann schicken wir einen anderen Magier ins Nichts. Ich kann nicht, weil ich das Ritual durchführe. Ich hätte gar nicht davon anfangen sollen. Es ist nicht wirklich eine Lösung. Ja, nein, das ist keine Lösung. Aber gibt es keine andere Methode? Die Energie muss von irgendwoher kommen, also entweder Lyrium oder Blut. Dann soll es mein Blut sein. Ich werde mich opfern. Was? Isolde, bist du wahnsinnig? Eamon würde das nie zulassen. Entweder tötet jemand meinen Sohn, um das Ding in ihm zu zerstören, oder ich gebe mein Leben, damit er seines behält. Für mich eine einfache Entscheidung. Blutmagie, wie soll uns etwas Böses helfen? Zwei falsche Vorgehensweisen machen das Ganze doch nicht richtig.
Ich halte es für eine vernünftige Lösung. Und eine freiwillige haben wir auch. Connor ist daran schuldlos. Er sollte nicht dafür bezahlen müssen. Ihr seid hier der Magier, nicht ich. Ihr werdet derjenige, der ins Nichts geht. Es ist eure Entscheidung. Dann weiß ich, was wir tun müssen, seid ihr ganz sicher. Ich bin sicher, dass ihr so sehr. Es muss doch noch einen anderen Weg ins Nichts geben. Lyrium und viele Magier findet ihr beim Zirkel der Magie, wenn die so etwas überhaupt machen. Der Turm des Zirkels ist nicht weit von hier. Glänzende Idee. Immerhin betrifft einer der Verträge auch den Zirkel der Magie. Du hast es erfasst? Der Turm ist etwa eine Tagesreise entfernt. Ich schaff's in ein paar Sekunden. Ihr könntet die Magier um Hilfe ersuchen. Aber was geschieht hier? Connor wird nicht ewig so passiv bleiben. Das Risiko gehe ich ein. Nun gut. Ich behalte Jawen vorsichtshalber hier. Er will uns helfen, also soll er mit uns auf Connor aufpassen. Dann rasch zum Turm. Je länger ihr fort seid, desto wahrscheinlicher wird eine Katastrophe. So, damit habe ich das schon mal geklärt. Kann ich hier direkt raus? Ja. Nee, hier ist er abgeschlossen. Ne? So eine Kacke aber auch. So, dann geht's hier raus. Das erledigt. Also geht's jetzt auf zum Turm der Magie. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da direkt dann auch die Quest von den Magiern kommt. Naja gut. Hier ist Schloss Redcliffe. Wie ist der Cadenhardsee? Soll ich ja passen? Nee, da muss ich erstmal von hier, da muss ich mich übersetzen lassen. Ja genau, jetzt gehen wir einmal rum. Warum gehen wir nicht hier unten lang? Achso, das ist länger. Aber hier hätte man eine Brücke bauen können. Aber nö, macht man nicht. So, was geht hier ab? Was ist das denn? Wie konnte ein Kind das überleben? Der Krater raucht noch immer. Was ist das denn? Er ist ein Junge. 5 Finger, 5 Zehen. Das ist alles, was für mich zählt. Der Erbauer hat unsere Gebete erhört. Lass uns nach Hause gehen, Mutter. Und den Kleinen wie unser eigenes Kind aufziehen. Nice, das kenne ich ja überhaupt nicht. Ist so Superman-Scheiße. Ist ja geil, Alter. Nice. Das kenne ich ja noch gar nicht. Nice. Ist ja lustig. Da gibt es Superman schon in Dragon Age. Leck mich am Arsch. Ja, nicht schlecht. Das kannte ich noch nicht. Muss ich zugeben. So, hier ist... Der setzt uns über, aber erstmal schaue ich hier. In dieses Fässchen. Ja, nehme ich mit in dieses Fässchen. Wie erwünscht. Ja, nehme ich mit. So, wer bist du? Sieh mal an. Ich habe euch doch übergesetzt, als ihr zusammen mit diesem Duncan fortgegangen seid. Durchaus möglich. Und jetzt seid ihr ein grauer Wächter. Mein Papa hat mir oft Geschichten über sie erzählt. Hallo Kester. Weshalb bemannt ihr das Boot nicht? Die Templer haben das Boot. Warum sollten sie euer Boot nehmen? Ich hab keine Ahnung. Mir sagt keiner was. Das ist doof. Gregor kam her und sagte, sorget euch nicht, Kester. Unter Kontrolle, wir alles haben, tun. Sonst was? Hat er nichts gesagt. Und dann hat der Carol das Kommando über mein Boot Lissy gegeben. So hieß meine Großmutter. Sind wir jetzt bei Star Wars oder was? Hallo Meister Yoda. Ist mit dem Turm etwas nicht in Ordnung? Wie gesagt, mir hat keiner was erzählt. Und so wie ich die Magier kenne, halte ich mich aus ihren Angelegenheiten auch besser raus. Ich würde ja vermuten, dass es irgendwas mit Magie zu tun hat. Aber im Turm hat alles irgendwas mit Magie zu tun. Okay, dann muss ich mal gehen. Nur zu. Es war nett, mit euch zu reden. Jojo. So, wer bist du? Ihr seid der graue Wächter, nicht wahr? Ich hatte gehofft, euch zu begegnen. Schöne Mütze. Ich repräsentiere eine Gemeinschaft von Magiern, die ihr Leben ohne die ständige Kontrolle durch die Kirche führen möchten. Wie kann ich euch helfen? Hier neben mir findet ihr, wie in jeder anderen größeren Ansiedlung auch, einen unscheinbaren Sack, der Anliegen von Magiern aus dem ganzen Land enthält. Sie alle brauchen die Hilfe von jemandem, der fähig und diskret ist. Na, dann werde ich mir das doch mal ansehen.
In jeder größeren Ansiedlung findet ihr einen unserer Vertreter, der bereit ist, euch im Namen der Gemeinschaft für erledigte Aufträge zu entlohnen. Der Erbauer möge auf euch herablächeln. Na gut. Erstmal nehme ich mir aber das Ding hier mit. Hier, der sagt ja. Orte der Macht. Okay. Ich nehme die einfach sowieso. Falsche Zeugen. So. Und so. Eine Katastrophe. Ich war derart mit persönlichen Projekten beschäftigt, dass ich es versäumt habe, grundlegende Zutaten für meine Kräuterarzneien zu sammeln, mit denen ich meinen Verstand für die andere Welt schärfe. Ohne sie bin ich am Ende. Am Ende. Ich werde diejenigen, die mit zehn Bündel Tiefenpilze bringt, demütigst entlohnen. Mit ihrer Hilfe könnte ich meine Suche nach Erleuchtung mit klarerem Verstand und weniger Anfällen vor Schläfrigkeit und Magenverstimmungen fortsetzen. Möge derjenige, der diese Bitte erfüllt, für seine edle und selbstlose Tat mit Reichtümern und der Liebe des Erbauers überhäuft werden. Er bringt mir nicht weniger als die Erlösung. Ah ja. Pilze, ja, schön lecker Mushrooms essen. Da sind die Sinne dann aber auch geschärft. Na dann. Jetzt gehe ich kurz hier rein, weil ich glaube, hier drinne kann ich handeln, wenn mich nicht alles täuscht. Lass mich mal hier durch. Wer bist denn du? Lass mich in Ruhe. Ja, ist ja gut. Larana. Guten Tag. Hallo. So, jungen Wirt. Guten Tag. Hallo. Willkommen in der verwöhnten Prinzessin. Kann ich euch irgendetwas bringen? Ich möchte was trinken. Natürlich. Was hättet ihr gerne? Jo, was hätte ich schon gern? Ich nehme das. Ich nehme das. Ich nehme alle. Ich nehme sogar die, nehme ich auch alle. Ich nehme auch die hier. Das sind aber komische Getränke, naja. So. Benutzt die elektrische Erdung, erhöhen kurzzeitig die Resistenz des anderen gegen Elektrizität. Eine Federfalle. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich benutze die ganze Scheiße irgendwie gar nicht. Und wahrscheinlich werden mich jetzt ganz viele, die das hier sehen, verfluchen und sagen, was machst du Spasti denn? Aber ich benutze es irgendwie echt überhaupt gar nicht. Ich habe es noch nie benutzt, sowas. Auch sowas nicht. Das auch nicht, deswegen verkaufe ich die jetzt alle. Weil ich nicht weiß, was soll ich damit, wenn ich das sowieso nicht benutze. Okay, Lyriumstopp behalte ich natürlich, die Fläschchen auch, Todeswurzeln auch, die Pilze behalte ich natürlich auch, die auch. Der Dolch kann weg, das Großschwert, ja. Gut, ich mache den Kurzbogen weg, ich habe den Langbogen noch, ich brauche jetzt auch nicht so viele verschiedene Stiefel. Und das ist für den Hund, das ist ein Lederhalsband auch für den Kürer. Ja gut, kommt, die Eisenringe können weg, was soll ich damit? Und das sind jetzt so Geschenke und so ein Rotz. Ja gut, ne? Ich überlege, das Schwert wegzugeben. Andererseits, nee, behalte ich mal noch. So. Danke, war nett. Moment. Du bist ein zwielichtiger Was Gast. Was starrt ihr so? Was starrt ihr? Nein, kannst du nicht. Na, hier sind ja komische Leute unterwegs. Naja, so. Jetzt haben wir unsere Angelegenheiten hier erledigt. Oh. Was haben wir denn da? Wie passend. Sie bauen ein Gefängnis. Carol. Ihr wollt doch nicht etwa zum Turm, oder? Ich habe nämlich strikte Befehle, niemanden durchzulassen. Tja. Ich bin ein grauer Wächter und ersuche um Unterstützung durch die Magier. Oh, ein grauer Wächter seid ihr. Beweist es. Ich muss euch... Moment. Ich habe hier Dokumente. Oh, ein Siegel der grauen Wächter. Aha, ihr behauptet also einer von denen zu sein. Oh, aha. Wisst ihr, Dokumente habe ich auch. Ach. Sie sagen, ich bin die Königin von Antiva. Was sagt ihr dazu? Sind Königinnen nicht weiblich?
Doch. Adel stellt man nicht in Frage? Ich schon. Wie auch immer, ich danke für das Gespräch. Und jetzt geht weiter. Na los! Oh, Junge, kack dir nicht ins Hemd, ey. Eurem Vorgesetzten wird nicht gefallen, dass ihr mich behindert habt. Wenn ihr nicht hineinkommt, wird er es nie erfahren, stimmt's? Oh, doch. Oh, ich hab euch überlistet. Wenn ich nicht so ungelenkt wäre, würde ich mir selber auf die Schulter klopfen. Okay, ich warne dich jetzt. Meine Geduld ist begrenzt, mein Freund. Das ist nicht gut, oder? Schaut, ich versuche doch nur, meine Aufgabe zu erfüllen. Gut erkannt. Ich setze euch sofort über, wie ihr es wolltet. Nein, ich bin noch nicht bereit. Dann kommt mal mit. Ach, Junge, wer ist ja einmal einschüchtern und dann kackt er sich schon in die Hose, oder was? Junge, ey. Flachpfeife. So, was geht jetzt hier im Turm ab? Kann ja nicht sein. Ich bin ja gerade vor ein paar Stunden erst aus dem Turm gekommen. Na, mal schauen. Und ich will immer 2 Mann auf Posten mit Sicht auf die Türen haben. Ohne meine Genehmigung wird keine Tür geöffnet, ist das klar? Jawohl, Sir. Herr Walter. Die Türen sind verrammelt. Wollen Sie die Leute draußen halten oder drin? Jetzt heißt es warten und beten. Was geht hier vor? Ich habe keine Zeit, Besucher zu unterhalten. Ja, wer kommt denn da? Ihr seid jetzt ein echter grauer Wächter, stimmt's? Schön, dass ihr noch lebt. Was geschieht hier? Warum sind die großen Türen verbarrikadiert? Offen gesagt, der Turm ist nicht mehr unter unserer Kontrolle. Heißt? Abscheulichkeiten und Dämonen machen die Hallen des Turms unsicher. Wir waren zu selbstgefällig. Erst Jawen und nun das. Wir haben eure Rolle bei Jawens Flucht übrigens nicht vergessen. Ich hatte erwartet, ihr hättet ihn mittlerweile ergriffen. Wie denn? Er ist ein Mann in einer großen Welt und wir können ihn nicht lokalisieren. Kommt noch. Es war ein gefährlicher Präzedenzfall. Ich hätte aufmerksamer sein müssen und Irving zu mehr Vorsicht bringen sollen. Ich hoffe nur, dass Jawen eines Tages bekommt, was er verdient. Aber im Moment habe ich dringlichere Sorgen. Was ist mit dem ersten Verzauberer? Das wissen wir nicht. Wir haben nur Dämonen gesehen, wie sie Templer und Magier gejagt haben. Ich erkannte, dass wir sie nicht besiegen konnten und befahl den Rückzug. Wie kann ich helfen? Ich habe Denerim benachrichtigt und um Verstärkung und das Recht der Auflösung gebeten. Das Recht der Auflösung? Das Recht der Auflösung gibt Templern das Recht, einen Zirkel von Magiern zu beseitigen. Vollständig. Die Magier sind vermutlich bereits tot. Alle verbliebenen Abscheulichkeiten müssen um jeden Preis beseitigt werden. Die Situation ist prekär. Radikal. Es gibt keine Alternative. Radikal. Alles im Turm muss zerstört werden, um ihn wieder sicher zu machen. Die Magier sind nicht schutzlos. Einige leben sicher noch. Wenn das so ist, beschützt sie der Erbauer persönlich. Niemand kann diese monströsen Kreaturen überlebt haben. Es schmerzt zu sehr, auf Überlebende zu hoffen und dann nichts zu finden. Ich suche nach Überlebenden. Ich versichere euch, eine Abscheulichkeit ist eine ernstzunehmende Macht. Und ihr werdet nicht nur auf eine treffen. Abscheulichkeiten können mich nicht besiegen. Im Erfolgsfall würde ich euch viel schulden und sogar meine Templer auf eure Sache einschwören. Ohne Nachricht aus Denerim muss ich entscheiden, was geschehen soll. Die Zerstörung der dunklen Brut ist mit Sicherheit ein hehres Ziel. Dann haben wir eine Abmachung. Ein Wort der Warnung. Sobald ihr diese Schwelle überschreitet, gibt es kein Zurück mehr. Die großen Türen müssen verbarrikadiert bleiben. Ich öffne sie erst, wenn ich Beweise dafür habe, dass es sicher ist. Ich glaube erst, dass es vorbei ist, wenn der erste Verzauberer vor mir steht und es mir sagt. Wenn Irving gefallen ist, dann ist der Zirkel verloren und muss zerstört werden. Andraste schenke euch ihren Mut, was immer ihr auch entscheidet. Ach, hier. Dingsbums. Gregor.
Gregoire, ich brauche nicht Andrastes Mut. Ich habe da einen Gedanken. Nur einen? Ach, wie witzig. Ihr und Mutter solltet eine Gauklertruppe gründen und durch die Lande ziehen. Wir haben eine Gelegenheit, die wir meiner Ansicht nach nutzen sollten. Okay. Im Klartext, meiner Mutter wurde einst von einem besonders lästigen Templer ein bestimmtes Zauberbuch geraubt. Das geschah lange vor meiner Geburt, aber noch heute erfüllt sie der Verlust mit großem Zorn. Mhm. Im Zirkel der Magie herrscht Chaos. Der wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, das Buch zurückzuholen. Denn es ist mit Sicherheit am Ende in ihrem Besitz gelandet. Weshalb denkt ihr, dass die Magier das Buch noch haben? Flemeth ist eine legendäre Zauberin, oder nicht? Ihr Zauberbuch ist sicher mehr als ein Souvenir für Magier, die nicht einmal einen Blick auf den Boden zu werfen wagen, auf dem meine Mutter schon einmal gegangen ist. Es gilt zweifellos als gefährlich und wurde vermutlich in einer dunklen Nische weggesperrt. Und falls nicht, weiß ich, dass es nicht mehr existiert. Aber es schadet sicher nicht, danach zu suchen. Ist ja gut. Was habt ihr mit dem Zauberbuch vor? Es enthält Zauber von der Art, wie sie Flemeth Zeit ihres langen Lebens angesammelt hat. Ein Magier wie ihr könnte damit wohl kaum etwas anfangen, denn euch wurde ein anderer Weg gelehrt. Aber meine Lehrerin war meine Mutter. Ich kenne die Schutzzauber, die meine Mutter bei derlei Büchern immer verwendet hat. Ich kenne die Sprache, in der sie geschrieben sind. Für mich wäre so ein Buch höchst nützlich. Inwiefern? Insofern, als es mich mächtiger machen würde und ich dadurch nützlicher für euch wäre. Leuchtet euch das nicht ein? Ach, Mädchen. Also gut, ich werde die Augen dann auch offen halten. Gut. Mich interessiert vor allem der Inhalt, ja. Solltet ihr es finden. Wir wollen ja mal hier auch zu Potter kommen. Das Zauberbuch ist in Leder gebunden und mit einem symbolisierten Baum ohne Blätter verziert. Wenn ihr es nicht findet, werde ich es einfach vergessen. Gut, dann gehe ich jetzt zu der Vase. Da hole ich mir die Gürtelschnalle der Winde. Mensch, die sind hier aber echt gut verteilt, die Teile. So. Wenn es nur schon vorbei wäre. Ja. Wir haben kaum noch Vorräte. Ist Pech. Ich weiß nicht, wie lange wir uns noch halten können. Es ist sicher bald vorbei. Das hoffe ich. Also, seid ihr hier, um zu handeln? Also gut, handeln wir. So, ich will mal kurz gucken, ob der bessere Sachen hat. Polarhandschuhe, Bluttaschenhandschuhe, die sind alle so scheiße teuer, ey. Die kann ich mir nicht leisten. Ja gut, so viel hat er. Aber hat der vielleicht Stäbe? Alter, wie teuer die Rotze ist, Mann. Oh, ey, die sind ja alle so scheiße teuer und dann nicht mal gut. Die Magier sind also alle eingesperrt? Ja. Ein passendes Ende. So, ich geh jetzt da rein. Sie ihre Freiheit mal nicht aufgegeben. Ihr könnt ja meinetwegen wieder schließen. Tschüss. So, jetzt kann ich hier erstmal schön alles durchgucken. Alle tot. Tot, tot, tot. Jetzt geht er da vorbei. Ach, back at home. Okay, die ist abgeschließt. Stab des Akolyten. Ja, toll. Ist ja ein super Stab, ey. Leck mich fett, ist der geil. So, irgendjemand hat hier schon wieder was reingetan. Ein Froststein. Hier sind Elfenwurzel, eine. Okay. Sonst gibt hier nichts. Dann gehen wir weiter. Ey, voll viele Leichens. So, mal gucken. Gut, da muss sie wieder ran. Private Dokumente. Moment. Nee, hier gibt's nichts. Dann geht's weiter. Hier ist nix. Ist hier was? Ne, hier ist nix. Ja, wo denn? Truhe eines Schülers. Achso, eine Tagebuchseite. Okay. Hier ist noch ein Dreckhaufen.
Ja, das Amulett nehmen wir mit. Sonst, Moment, gibt's hier irgendwie was in den Büchern? Ne. Gut. Gut, fangen wir an. Ihr? Ihr seid in den Turm zurückgekehrt? Warum haben die Templer euch durchgelassen? Wollt ihr uns warnen? Ich habe Gregor gesagt, ich würde den Turm untersuchen. Die Templer haben die Türen verbarrikadiert und werden sie nur wieder öffnen, wenn sie uns angreifen wollen. Geschieht das etwa gerade? Keine Sorge, das Recht der Auflösung wurde noch nicht erteilt. Aber sie haben es beantragt. Das hatte ich befürchtet. Was hätten sie sonst auch tun können? Gregor glaubt demnach, dass für den Zirkel keine Hoffnung mehr besteht. Vermutlich denkt er, wir wären bereits alle tot. Sie haben uns unserem Schicksal überlassen. Aber selbst eingesperrt in der Falle haben wir überlebt. Wenn sie allerdings das Recht umsetzen, werden wir uns nicht mehr behaupten können. Was ist hier geschehen? Kurz gefasst gab es hier so eine Art Aufstand, angeführt von einem Magier namens Aldred. Nach seiner Rückkehr von der Schlacht bei Ostergar hat er versucht, den Zirkel zu übernehmen. Wie ihr seht, ist sein Plan nicht ganz aufgegangen. Ich weiß nicht, was aus Aldred wurde, aber er steckt sicher hinter allem. Ich werde den Zirkel nicht dem Stolz und der Dummheit eines einzigen Mannes opfern. Also, was habt ihr vor? Ich habe eine Barriere zum Rest des Turms errichtet, damit nichts von innen die Kinder angreifen kann. Solange die Barriere besteht, könnt ihr den Turm nicht betreten. Aber wenn ihr mit mir gemeinsam den Zirkel rettet, werde ich sie bannen. Vielleicht will ich das gar nicht. Vielleicht will ich, dass dieser Ort niederbrennt. Aber die Tänger können jeden Moment angreifen. Wir müssen versuchen, sinnloses Töten zu vermeiden. Ich sehe das anders. Die Auflösung ist der einzige Weg. Nein, in Ordnung. Ich helfe euch. Sobald Gregor sieht, dass wir den Turm gesichert haben, wird er seine Männer bestimmt zurückrufen. Er ist durchaus vernünftig. Dann sollten wir sofort beginnen. Wir sollen dieser salbadernden Lehrerin helfen, diese jämmerlichen Hilfsmagier zu retten? Nicht immer so negativ. Sie haben sich ohne Verstand zusammentreiben lassen, wie Vieh. Und wenn ihre Herren jetzt beschlossen haben, dass sie reif zum Schlachten sind, wüsste ich nicht, warum wir das verhindern sollten. Unter anderen Umständen hättet ihr eine von ihnen werden können. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Wir helfen Wynn. Warum verachtet ihr den Zirkel so sehr? Ja, das ist eine gute Frage. Seht doch nur, wie diese Speichellecker der Kirche leben. Ihnen fehlt jeder Respekt vor sich selbst und ihrer Macht. Warum sollte ich sie dann respektieren? Womöglich. Habt ihr am Ende dann ein... Genug jetzt. Behaltet eure... Jeder verdient Respekt. So hier. Wie ihr meint. Ja, genau so schaut es aus. Petra? Kinnan? Kümmert euch um die anderen. Ich bin bald wieder zurück. Wynn, seid ihr dazu auch in der Lage? Ihr seid bereits schwer verwundet. Vielleicht sollte ich mitkommen. Die anderen brauchen euren Schutz dringender. Ich schaffe das schon. Bleibt hier bei ihnen. Sorgt für Sicherheit und Ruhe. Gehen wir. Wir haben lange genug geredet. Wenn ihr bereit seid, bereiten wir dem jetzt ein Ende. Das Gute bei ihr ist, wie... Ja, das Problem ist... Unbedingt. Ach. Verflucht und verdammt! Hä? Ach so! Haha, ich verstehe, sie ist automatisch drin. Eigentlich würde ich sie gerne mitnehmen. Unbedingt. Nee. Ich glaube. Ja, oder ich nehme sie mit. Sie ist schon Level 9, er ist erst 8. Die ist ja. Ich bin auch erst 8. Was ist da denn los? Ja, so geht das aber nicht. Ich glaube. Heribert, nee, das ist ja mein Haustier. Naja, ich nehme ja. Alice damit. Sie ist ganz gut zum Heilen eigentlich. So, na der Moment. Da hinten ist doch schon eine Kiste. Zum Glück habe ich sie mitgenommen. Aber gern. Sonst wäre das blöd. Naja, das Geld wäre mir dann nämlich durch die Lappen gegangen. Kohle ist Kohle.
Da sind wir. Ich bin beinahe selbst überrascht, dass ich sie so lange aufrechterhalten konnte. Worauf wartet ihr? Lasst sie fallen. Seid auf alles vorbereitet. Ich weiß nicht, was für Bestien hinter der Barriere lauern. Keine, die schlimmer sind als ich. Ich bin bereit, komm. Hau rein, Mädchen! Alle auf Posten. Was für ein Effekt. Hallo? Die Barriere hat aber noch ein bisschen Nachwirkung gehabt, ey. Ups. Oh, guck mal da. Nee. Der hat es überlebt, das geht aber nicht.